Mann, krank sein ist so langweilig. Was willst du? Das wird aber auch Zeit, Mann. Warte, was ist das für ein scheiß Tee, Mann? Der schmeckt zum Kotzen. Und was sollen überhaupt diese scheiß Kekse? Wer hat die denn gebacken? Hast du die vom letzten Jahr noch in der Keksdose gefunden? Ey, ich bin krank. Willst du mich töten? Scheiße. Nee, ist alles in Ordnung. Ich leg mich nur ein bisschen hin. Ja, ist alles gut. Och, so schlecht geht's mir gar nicht mehr. Mama? Ja, ich bin so immer, ich bin total krank, du glaubst es nicht, ich habe Kopfschmerzen, ich habe Bauchschmerzen, ich glaube, warte mal kurz, ich habe gerade einen Anruf auf einer Leitung, Moment mal kurz. Ja? Ja, hi Sonja, hör mal, oh, ja, ich habe dir geschrieben, weil, oh, ich bin so krank, du glaubst nicht, ich habe Bauchschmerzen, ich habe Kopfschmerzen. Und warte mal kurz, ich muss noch einmal ans andere Telefon meiner Mutter. Mama, ja, also, oh, ihr glaubt gar nicht, wie schlecht es mir geht und was ist. Tanja, ja, hi, ich bin's, du. Hör mal, ich habe totale Kopfschmerzen. Nein! Nein, ich will mich nicht krank melden. Nein, mein Gott, ey, das ist doch kein Grund, zu Hause zu bleiben. Bist du bescheuert? Ich mach das nicht wie ihr alle, ständig wegen jedem Furz zu Hause zu bleiben. Ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass ich 10 Minuten später komme, weil ich noch an der Apotheke vorbei muss, um Kopfschmerztabletten zu kaufen. Ja, bis gleich. Also echt, krank schreiben. Nee, brauchst du nicht. Brauchst nicht zur Apotheke für mich zu fahren. Nee, ich brauche auch nichts zu essen. Nein, ich trinke auch nichts. Nein, ist alles gut. Mach dir keine Umstände. Ich sterbe einfach ganz still vor mich hin. Oh, Schatz, kannst du mal heute den Flur putzen? Mir geht's nicht gut. Ich leg mich ein bisschen hin. Oh mein Gott, ey. Komm, lass sein. Ich mach's selber. Ey, das ist ja nicht zu fassen. Mir geht's so schlecht. Ich fühl mich so mies. Das ist furchtbar. Schrecklich. Grau. Nö, alles gut. Nein. Nee, war der Fernseher. Nee, war nix. Ja, bis später. Ich sterbe. Noch nie so krank. Niemand war in diesem Leben je so krank. Oh, geht weg. Ist es Corona oder noch schlimmer? Nein, nein. Was, du? Du warst doch nicht krank. Das, was du hattest, war doch gar nichts gegen das, was ich hab. Mein Gott, ihr habt ja alle keine Ahnung, wie krank man sein kann. Zum Arzt! Ich gehe doch nicht zum Arzt!